das, Bruder! Das ist nicht, wer du sein willst! Monster! Das war... Ich weiß nicht, ob wir das Schicksal brechen oder das Schicksal uns. Hey, Hilfe! Wenigstens die Rettung läuft gut. Yeah!
Ich trage ihn. Was? Nein, ich schaff das. Tust du nicht. Au, au, au! Langsam! Zu mir! Mir nach! Wir haben hier Gesellschaft. Na gut. Na schön. Bogenschütz! Zurück! Hey, ich bin Atreus. Ist dir gut? Hallo? Nein. Halt durch! Na gut. Fast da, oder? Rechte Seite! Weiter, vorwärts, wir sind fantastisch! Wo ist das Boot? Wirf das in den Fluss. Beeilung, das hält sie nicht lange auf. Ja, natürlich. Skidbladnir. Freyrs Boot. Sie sammeln sich. Wir sollten los. Das ist übel. Festhalten! Ihr hättet euch mal sehen sollen. Ganz ruhig. Es fliegt! Wir fliegen! Damit hatte ich gerechnet. Wir haben Gäste! Oh, da ist noch einer! Ich wusste, dass es zu gut lief. Oh, etwas Hilfe? Sie sind zu schnell! Achtung! Ik weet, een het al die dier. Dommel van Dalton werden. Hier, Geer! Nee! Für Wanderheim! Ja.
Pjörgir. Ach, komm schon. Glaubst du wirklich, das ist Pjörgirs Ende? Glaubst du, er hat das überlebt? Er sitzt da unten und macht sich die Fingernägel mit den Federn der Bestie sauber. Wirst sehen, es... Ah, es muss so sein. Wir sind fast da, Ingvi. Halte nur noch ein bisschen durch. Ich schätze, im Moment habe ich keine Wahl. Lunda! Lunda, wir brauchen Stoff und kochendes Wasser. Rotwurzel und... Gartenschaumkraut, ja, ich weiß. Glaubst du, ich hätte nie eine Blutung gestillt? Oh. Nun mach dir mal keine Sorgen, Mann. Ich hab deine Sachen nicht angefasst, während du gefoltert wurdest. Verdammt, Lunda! Warte! Wieso maulst du mich an? Ich hab dich nicht abgestochen wie ein Schwein. Nichts für ungut. Freya, würdest du ihr helfen? Oder lieber alles selber machen? Halt still. Sie macht das Gröbste, dann bringe ich dich zu Sindris Haus. Meine anderen Kräuter sind da. Solange beschützen wir die Welt. Mit 4 Leuten. Varnaheim ist in guten Händen. Feuer in Sindris Haus, ja? Wo immer das ist. Dein Boot. Nein, dein Boot. Nur zu, nimm es. Segle empor, sonn dich ein wenig auf dem Bug. Du könntest es vertragen. Mach einen Warngott stolz. Er gab dir sein Boot? Toll. Er ließ mir keine Wahl. Weil es notwendig war. Nicht, weil es geschrieben steht. Laut der Prophezeiung läutet das Gjallarhorn Ragnarök ein. Was auch immer es macht. Ich habe in Odins Bibliothek davon gelesen. Es soll... Atreus, das besprechen wir unter uns. Es tut mir leid. Pyrgir hat mich verletzt im Dschungel gefunden, als ich versuchte, wieder hierher zu finden. Er hat mich beim Schlafen bewacht. Ich habe ihm nie gedankt. Wenn du ihm danken willst, lass dich nicht wieder einfangen. Versprochen? Ja, versprochen. Es wäre schlimm, wenn wir das vergessen hätten. Heimdall ist tot. Gut. Ach ja? Ich weiß nicht, was das Schicksal will, aber ich weiß, dass Heimdall ein preisgekrönter Schandfleck war, der massig Dreck am Stecken hatte. Wenn er deinem Jungen etwas antun wollte, ist es gut, dass er nicht mehr unter uns weilt. Die Nornen waren da anderer Meinung. Die Meinung dieser 3 weggesperrten Jungfern ist doch nicht einmal einen Ziegenfurz in einem Wirbelsturm wert. Ihr habt es nun mal getan. Kein Grund, darüber zu jammern. Verdammt, du weißt, ich hasse es, wenn du hier rumlungerst. Ich hoffe, du und der Spross deiner Lenden habt keine Löcher, wo keine sein sollten. Uns geht's gut. Ach, Herzchen, um ihn musst du dich nicht sorgen. Ich habe ihn mir genau angeschaut, sobald Freyr zusammengeflickt und wieder weg war. Ach, wirklich?
Was heißt das? Helka riecht etwas. Könnte wichtig sein. Vielleicht sollten wir ihr folgen. Spuren. Helkas. Wo führst du uns hin? Also, was machen wir jetzt? Wir müssen nicht sofort nach Hause, oder? Sieh mal! Spuren von unserer Superspürnase. Wir sind auf dem richtigen Weg. Helka, wir sind hier. Wir sollten ihr folgen. Mehr Pfotenabdrücke. Das kleine Sabbermaul ist unermüdlich. Thank you.
mehr Spuren von Helka. Ich muss sagen, ihre Spürnase für die Jagd ist so gut wie deine. Ihre ist besser. Die Augen können lügen, die Nase nicht. Wünschst du dir jetzt, dich ab und zu in ein Tier verwandeln zu können? Nein. Und schon ist sie weg. Wir sind Helka auf der Spur. Sie ist darüber. Aber im Dunkeln können wir ihr nicht folgen. Pirgir sein. Sie will, dass wir ihn retten. Du kannst zurückgehen, Helka. Wir übernehmen jetzt. Konnte Pirgir einen solchen Sturz überleben? Vielleicht durch Magie. Fragen wir ihn, wenn wir ihn aus seiner misslichen Lage befreit haben. Von hier oben sollte Pirgir leicht zu finden sein. Warum fürchten sich alle vor diesem Ort? Wo wir beim Thema sind. Wache! Matthäus! Mir geht's gut. Und dir? Er schien wütend zu sein. Was hat das wohl zu bedeuten? Dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wo sind wir überhaupt? Sieht aus wie die Ruinen einer einst florierenden Vanir-Siedlung. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ein Grund mehr, hier rauszufinden. Nicht mehr lange, wenn der Drache seinen Willen bekommt. Wird er nicht. Seht ihr, was ich sehe? Ein Blitzschlag. Nur, dass er gefroren ist? So wie der in meinem Kampf mit Thor. Aber warum ist genau so einer hier in Vanaheim? Oh.
Der Drache ist zurück und er ist wütend. Oh, die Schmeichler. Angriffs- und Rückzugstaktiken. Lauf. Es gefällt ihm nicht, dass wir hier sind. Dann schauen wir nach einem anderen Weg. Wirbelwinde. Etwas klein. Vielleicht magisch. Sie sind etwas seltsam. Was sollen wir deshalb unternehmen? Ich weiß nicht. Vielleicht verändern sie sich, wenn wir nachts hier sind. Das Wuchsding sieht komisch aus. Ah, das nenne ich interessant. Was ist das? Ich habe keinen Schimmer. Deshalb ja mein Interesse. Aber Kristalle sind wertvoll. Vielleicht finden wir eine Verwendung. Hmph!
verstehe das nicht. Wir haben Wanen gelebt. Es ist nur ein Krater. Es war kein Krater, als sie hier lebten. Irgendetwas ist passiert. Was? Wie eine Explosion? Muss riesig gewesen sein. Hatte schon bessere Zeiten. Seder. Diese Seder hier. Manche Wanen wandten sich dunkler Magie zu, um sich gegen die Asen zu verteidigen. Das führte zu Konsequenzen. Meister Kratos, du hast fantastische Arbeit geleistet. Ich brauche deinen Zuspruch nicht. Oh nein. Ich habe dich beleidigt. Oh nein. Du hast ihn wohl verletzt. Hm.
Diese Platte hier. Die kann noch nicht lange hier sein. Es besteht kein Zweifel. Genau wie der gefrorene Blitz in Midgard. Doch ich war noch nie hier. Seltsam. Einer dieser geheimnisvollen Kristalle. An dem Tag, als dieses Tal zerstört wurde, wurde mein Geist zerrissen, entzweigeteilt. Ein Teil von mir liegt da draußen, bei meinem Körper. Wenn diese Brosche wieder ganz wäre, wäre es vielleicht auch mein Geist. Und ich könnte Frieden finden. Was weißt du noch vom Tag deines Todes? Alles ist vernebelt. Ich weiß noch, dass ich nervös war. Diese Brosche. Ich wollte mit ihr um die Hand meiner Liebsten anhalten. Bitte, ich flehe euch an. Stellt mich wieder her. Stellt mein Gedächtnis wieder her. Dann kann ich euch alles sagen, was ich von diesem Tag weiß. Deine Überreste, wo sind sie? Ich schaute hinaus auf das Tal. Dann begann der Boden zu beben. Ich versuchte, einer einstürzenden Säule auszuweichen. Ich habe es wohl nicht geschafft. Vielleicht kann uns dieser Geist sagen, was sich im Tal ereignet hat. Wenn der Leviathan diesen Blitz eingefroren hat. Glaubst du, das heißt, Mutter war hier? Das heißt gar nichts. Wir wissen nicht, ob Fay hier war. Mag sein, aber der gefrorene Blitz erzählt dennoch eine Geschichte. Wenn wir wissen wollen, was hier passiert ist, brauchen wir die Erinnerungen dieses Geistes. Dann gehen wir. Ich sehe ein Altar da oben. Wenn wir hinkommen, können wir die... Irgendwas stimmt damit nicht. Drachen hinterlassen nicht solche Spuren. Solche Zeichen waren auch in den Völundermin. Weißt du noch? Hier muss ein Seelenfresser sein. Ich kann die Tiere hören. Sie haben Angst. Ja, suchen wir nach weiteren Opfern. Seelenfresser übersieht man schnell mal. Noch ein Kadaver. Dann sind wir wohl auf der richtigen Spur. Wir nähern uns. Beim letzten Mal sah er zunächst nur wie ein Steinhaufen aus. Hier.
noch eins. Verbranntes Fleisch. Er ist nah. Bewegt sich nur ein Stein. Leg ich los. Kein Durchkommen, solange die Sonne scheint. Normalerweise gibt es immer drei Schwachstellen. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch eine. Ich hoffe, Birgir hält noch etwas durch. Normalerweise gibt es immer drei Schwachstellen. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch eine. Behalt ihn am besten, bis wir wissen, wozu er gut ist. Yeah.
solange die Sonne scheint, kommt man hier wohl nicht durch.